Kannst ja mal googeln. Nach so Leuten, die ihre Spiele ablecken und darüber Erfahrungen haben oder sowas, ne? Deswegen, ich weiß nicht, wie sie schmecken. Ich müsste eigentlich meinen Bruder fragen. Der hat Breath of the Wild, hat er als Retail-Version. Weil es gibt so viele, die es dann wirklich probiert haben und dann gemerkt haben, jo, schmeckt scheiße. Aber ich find's cool. Ich find's cool. Dahishino-Shine. So. Und fump, los geht's. Das nächste Haus ist groß hochgezogen worden. Auf der Ecke. Also da, wo jetzt mein Parasegelspitze hin zeigt. Nächste Haus. Sehr schön. Das heißt, es sind noch zwei riesige, was auch immer was übrig. So. Und hier unten haben wir unseren lieben Herrn Peter, der Pfeile verkauft. 10 davon, 10 davon, 10 davon, 10 davon, 10 davon und ein Zahnrad. Ne, zwei. Ne, ein Zahnrad, ne? Ja. Preise gehen in Ordnung für so einen 10er-Pack, ist auf jeden Fall klar. Und es füllt sich auch langsam hier. Die Leute kommen langsam hier hin, um hier leben zu können und so. Ja. Sehr schön. So, Dummstar, ich grüße dich. Hallo. Und du hast einen Orni zu uns gebracht. Vielen Dank. Er hat sich sofort ans Werk gemacht. Anscheinend stammt er aus einer Krämerfamilie. Und der Name Peter. Perfekt. Er fliegt herum, besorgt Ware und verkauft sie dann. Geh mal zu ihm und sieh es dir an. Und als nächstes, ja. Für weitere Einwohner sind neue Unterkünfte nötig. Könntest du 50 Holzbündel besorgen? Zusammen mit dem Material der Firma müsste ich davon ein paar neue Häuser bauen können. 50. Wird ja langsam ein bisschen pervers hier. Mit der Füllzahl an Holzbündel. Ich wüsste auch gerne, ob jemand einen besseren Tipp hat, wo man Holz herkriegen kann, weil ich kenne keinen. Ich kenne nur diese eine Stelle, wo nur Bäume stehen. Okay, so ein Wald, aber da musst du die ganze Zeit hin und her, kommst du schlecht hin vielleicht. Da bist du sofort Teleportziel da. Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall immer hier gelootet. Und mach's ja auch gerade, was Holz angeht. Aber diesmal gehen wir doch nicht nach da, weil diese knutschenden Viecher, die regen mich auf. Mit ihren Knutschgeräuschen. Und boom. Ja, verlassenes Plateau, ja schon. Aber wie gesagt, da kommst du schlecht hin in so einen Wald, der da einfach so rumsteht. Okay. Sehr schön. Boah, ey, was für Riesenbäume, ne? Dass ich die alle kaputt mache, ist eigentlich schon asozial. Aber gut, dass die Vegetation hier in diesem Spiel so gut ist, dass sie alle sofort immer nachwachsen. Weil den Stumpf lasse ich ja da und in kürzester Zeit eine magische Bohne von Son Goku kriege und gut ist. Und bam. So, kriegen wir jetzt wieder zwei auf einmal. Boom. Sehr schön. Und auch zwei Holzbündel. Dankeschön dafür. Und hier auch. Sehr schön. Schön, schön, schön. Ich will mehr. So drei Stück pro Bombe wäre nicht schlecht. Aber gut, ich glaube, zwei ist wirklich das Maximalste, was man da rausholen kann. Oder muss man eine Meisteraxt nehmen, damit das gut läuft? Habe ich eine? Ich habe eine Meisteraxt, oder? Ne, habe ich nicht. Falscher Spielstand. Ja, Chimärenlanze ist das hier. Falscher Spielstand. Irgendwo habe ich eine Meisteraxt, aber ich weiß nicht mehr in welchem. So. Was? Manche von denen überleben echt alles, ne? So. Bam. Und boom. Eins. Du mich auch, Spiel. Du mich auch, Mann. Schon wieder nur eins. Ach ja, dieses Holzfällen, ne? Aber das ist schon mal eine gute Information an die, die immer eine Holzaxt gesucht haben zum Holzfällen. Die ist nämlich halt nicht notwendig. Das ist ja das Gute daran. An Bomben auch. Guck mal, ein Mini-Baum bringt mehr Holzbündel als ein Riesenbaum. Okay. Und bam.
Und es hat Boom gemacht. Cool, wieder zwei Stück hier, ne? Ja, halt zwei Bäume auf einmal. So. Ich glaube, der wird jetzt wach, ne? Ne, er pennt noch. Sehr gut. Das wäre nämlich ein bisschen blöd. Und Boom. Sehr schön. Und... Oh, ey. Ich habe das Gefühl, ich ziehe nur noch einer hier, ne? Keine mehr doppelt. So, und... Okay. 50 Holzbündel will er jetzt haben. Eben hatte ich über 50. So, guck mal, wie viele hier noch stehen. Wachsen die im Kreis wieder nach, oder was? Habe ich die nicht alle gerade gefällt? The fuck? Nee, da sind sie. Ja, die ganze Stumpfe, habe ich die übersehen? Ey, wie bin ich denn drauf? Ja, jetzt meine Nase so juckig. Nach dem Niesanfall, den ich hatte. So. Bam. 52. Ich weiß nicht mehr, ob ich danach welche brauche. Deswegen gehe ich mit den 52 jetzt einfach direkt mal dorthin. So. Puh. Es gibt, glaube ich, einige Ställe, welche Holzstämme lagern. So wie das vorhin beim Stall der Orni gemacht hast. Ja, gut, das wäre gut zu wissen, welche das sind, ne? Der steht ja in der Nähe des Einsiedlerhauses. Und du kannst dich bei Bedarf ausruhen. Ja, bei Bedarf ausruhen gibt es da ja so gesehen nicht. Außer ich werde von zu vielen Monstern angegriffen. Und dass ich irgendwie Energie brauche. Aber das ist ja eigentlich auch nicht der Fall. Wie dem auch sei. Ich habe sie jetzt alle eingefangen und gut ist. Schon über eine Stunde geht die Aufnahme. Ja, wieso nicht, ne? Ach ja, das wären endlos Parts, ey. Taburasa Quest mache ich eine eigene Playlist für. So lang wie das ist. Ich mache da sowas von mehrere Parts draus. Ein Video mit zig Werbungen? Nee. Lieber mehrere Videos. Mit jeweils einmal Werbung. Die sowieso nicht kriege. Hast du 50 Holzbündel? Ja, habe ich. Weil Nintendo wieder ankommt. Nee, das ist unser Spiel. Du darfst nicht. Das wäre eine große Hilfe. Und als nächstes will ich dir jetzt etwas in eigener Sache sagen. Was ist? Ich werde heiraten. Ohne Witz? Ohne Witz. Und wen? Powder. Du und sie? Ihr seid ein schönes Paar. Danke. Auf jeden Fall brauchen wir für die Zeremonie noch einen Priester. Könntest du also jemanden suchen, der für uns den Priester spielen kann? Priester? Wir brauchen ein spirituelles Volk, um unseren Priester zu finden. Als erstes fallen mir da die Soras ein. Es wäre schon ein großer Zufall, so jemanden zu finden. Ach ja, und noch etwas. Gemäß den Richtlinien des Bauunternehmens Yolanda muss der Name auf da enden. Wenn du irgendjemand auf der Welt irgendwo auf der Welt solche Leute findest, dann lade sie nach Taburasa ein. Du wirst Powder heiraten? Die wirst du heiraten? Ja gut, sagen wir so, wer auf meinem Kanal schon ein bisschen länger aktiv ist, der hat die Hochzeit schon gesehen, ne? Also, Hand aufs Herz, ja, ist so. Aber egal, wir gehen zum Neji-Yoma-Schrein. Einmal zum Dorf der Soras, Neji-Yoma-Schrein. Neji-Yoma, Neji-Yoma. Ich weiß nicht, braucht er danach nochmal Holzbündel? Ich glaube nicht. Bin mir nicht 100% sicher. Ja gut, werden wir ja gleich sehen. Werden wir gleich sehen, ich werde gleich sehen, was da so geht. Es ist schon sehr spät, 21.47 Uhr. Wie lange bin ich eigentlich schon online? 5 Stunden oder so, ne? Wump. So. Hallihallo. Was waren das für Geräusche, ey? Okay, ich meine mich zu erinnern. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, der steht hier unter der Treppe. Ja, da ist er. Da ist er. Der Priester.
der Priester, sein Name endet auf da und Priester auch. Das endet ja auch auf da. Priester. So, so, ein Besucher. Kapoda, so hieß der. Wie schön, dass sich dein Weg in das Dorf der Soras geführt hat. Du bist doch Link. Der Ayana, der vor 100 Jahren Mipha zwang, ihm in die Schlacht zu folgen, wo sie die Verheerung Ganon anheimfiel. Dein Gesicht, als könnte ich es jemals vergessen. Du solltest wissen, die Alten, die Mipha verehren, sprechen deinen Namen mit Abscheu aus. Doch ich bin der Meinung, man soll die Vergangenheit auf sich beruhen lassen. Link, ich bin nicht länger Priester und lebe mein Leben nun in geruhsamer Zurückgezogenheit. Seitdem ich aufgehört habe, ist jeder Tag langweilig. Ich sitze Tag für Tag tatenlos herum, bis ich diese Welt dereinst verlasse. Link, sage mir, was ist der Sinn des Ganzen? Wenn du auf der Reise ein verlobtes Paar triffst, lasse es mich wissen. Ich bin entschlossen, ein letztes Mal meine Berufung als Priester zu erfüllen. Habe ich. Das wollte ich hören und jetzt verrat mir die Details. Ohne deine Lippen zu bewegen, stattfinden soll das Ganze im Dorf Taburase in Akala? Bis zum Dorf Taburase in Akala ist es nicht weit. Wenn ich mich also beeile, kommst du zurecht? Mach dir keine Sorgen um mich. Ich habe Vertrauen in meine Füße und Flossen. Es ist schon eine Weile her, dass ich etwas zu tun hatte. Du solltest auch kommen. Ich treffe in Taburase schon mal alle Vorbereitungen. Ja. Das ist doch cool. Er trifft alle Vorbereitungen in Taburase. Ich glaube, an der Stelle kommt jetzt auch dieser richtig epische Punkt, an dem Taburase wunderschön ist. Wir teleportieren uns dorthin.